Ach, es gibt in der ganzen Galaxis kein schöneres Gefühl, als einen 100 Tonnen schweren Kampfläufer mitten durch ein Kriegsgebiet zu steuern, oder etwa nicht? Wir nähern uns dem Dorf Drelliat, Sir. Die Zielvorrichtung zeigt leichtes Waffenfeuer und Feindbewegungen in allen Vierteln an. Die Separatisten rücken vor. Ein weiterer schöner Tag auf Ord Mantell. Und? Schon aufgeregt? Wisst ihr, ihr seid der erste Neuzugang im Chaos-Trupp seit langem. Ich werde die Feinde der Republik mit all meinen Kräften bekämpfen, Sir. Ihr müsst mich nicht Sir nennen. Wir sind im Krieg. Vergessen wir die Rangordnung. Ich bin Lieutenant Bex Kolas, aber im Chaos-Trupp nennen mich alle Schrauber. Unsere Einheit hält zusammen. Es wird euch gefallen. Ich verrate euch, weswegen wir hier sind. Die Separatisten haben eine republikanische Bombe von einem abgestürzten Transporter gestohlen. Eine gefährliche Bombe, so ein Orbitalschlagding. Wir wissen noch nicht, wo diese dreckigen Verbrecher sie versteckt haben. Sie werden von weiten Teilen der Bevölkerung unterstützt und haben überall Verstecke. Diese Bombe zu finden wird kein Kinderspiel. Für den Chaos-Trupp ist keine Mission zu schwer. Hoffentlich habt ihr recht. Wenn die Bombe hochgeht, bleibt von dieser Insel nur noch ein riesiger Krater übrig. In Forganik bekommt ihr den kompletten Überblick. Jetzt lehnt euch zurück und... Alarmstufe Rot! Alarmstufe Rot! Wir wurden von einer PB-Rakete getroffen. Von einem Schulterraketenwerfer irgendwo im Dorf. Alle Mann fest! Pilot! Pilot! Verdammt, er ist tot. Diese hinterwäldlerischen Separatisten dürften doch gar keine panzerbrechenden Raketen haben. Sie werden jeden Konvoi zerlegen, der hier durchkommt. Wie geht es jetzt weiter, Sir? Reparaturen sind mein Spezialgebiet. Und ich bin als Kämpfer nicht annähernd so gut wie ihr. Ich bleibe hier und repariere den Kampfläufer. Ihr kümmert euch um diese Raketenwerfer. Verstanden? Verstanden. Die Separatisten bewahren ihre Raketenwerfer wahrscheinlich in einem Lager im Dorf auf. Und dieses Lager ist ganz sicher schwer bewacht. Findet das Versteck, zerstört die Raketenwerfer und kommt im Laufschritt zurück. Verstanden, Sergeant? Ich kümmere mich darum. Viel Glück da draußen. So, und damit erstmal hallo und herzlich willkommen beim Soldaten. Und ja, mich macht das gerade echt happy. Ich finde das gerade echt cool. Oh, ey, die Scheiße hier. Guckt euch das mal an. Sieht man es ja. Ey. Schrecklich. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da. Wo seid ihr? Ich wollte gerade sagen, warum steht denn jetzt hier schon Sith? Boah. Da ist einer. Boah, leck mich fett. Geile Scheiße, ey. Wie der abgeht. Richtig cool. Sehr nice. Gute Arbeit, Kleine. Ihr habt Talent. So viel steht fest. Ich hatte leider weniger Glück. Dieser Kampfläufer wird sich so schnell nicht wieder bewegen. Macht euch keine Vorwürfe. Wenn es möglich gewesen wäre, hättet ihr ihn sicher repariert. Danke. Zu schade aber um den Piloten. Der arme Kerl hatte keine Chance. Ich werde hierbleiben und alle verwertbaren Teile bergen, bevor es jemand anderes tut. Ihr solltet euch nach Forganik aufmachen. Achtet auf dem Weg zum Fort auf Separatisten. Die können aus dem Nichts auftauchen. Ich halte die Augen offen. Seid auf der Hut da draußen. Wir sehen uns später. Ich muss aber mal eben ganz kurz einmal was gucken. Und zwar... Da.
schnell nehmen wir wieder hoch. Weil hier ist eigentlich alles okay. Die Ampf. Wo kam die Arschgeigen denn jetzt her? Die Anfangsplaneten laufen eigentlich immer mit einer guten FPS-Zahl. Kann eigentlich kommen, was will. Nur später muss ich es dann halt wahrscheinlich wieder ein bisschen runter regeln. Mir geht das selber auf den Sack. Aber es ist ja immer noch ungeklärt, woran es liegt. Das ist das eigentlich, was mich am meisten stört. Dass ich einfach nicht weiß, warum es so ist. So, melde dich bei Commander Tavus. Da lang müssen wir. Okay. Dann machen wir uns da mal auf den Weg hin. Boah, Ehrengraser habe ich gerade, ey. Ehrenbruder. Ebenengraser, mein Gott. Fort Garnick. Oh! Euch habe ich ja nicht gesehen. Ist gar nicht so gut. Boah, wie geil die Schüsse um mehr Kurven fliegen können, ne? Ohne Scheiß habe ich noch nie in Star Wars gesehen, dass ein. Oder? Habe ich schon mal gesehen, dass ein Schuss um die. Ne. Also Han Solo konnte auch keine Kurve schießen. Oder? Konnte der das? Ne. Ne. Bei dem ging Schüsse immer nur geradeaus. Da könnt ihr mal sehen, wie wenig der eigentlich drauf gehabt hat. Wir sind Level 3 und wir können schon um eine Kurve schießen. Ach, die muss man ja gar nicht mehr freischalten. Ne? Ja. Oh, guck mal, da ist schon der Fertigkeitenlehrer. Wir haben schon Fertigkeiten. Da oben. Die nehmen wir natürlich jetzt erstmal gerne hier an. Das Kommando kündigt immer wieder neue Taktiken an. Oh. Sehr schön. Warum zeigst du mir da jetzt noch mehr? Selbst der Chaos-Trupp könnte von einem Veteran was lernen. Okay. Wo müssen wir denn hin? Das hier ist. Ne, das ist was anderes. Wir müssen hier lang. Oh ey, das geht mir auch auf den Sack. Moment. Ah, immer so die ersten Einstellungen. Vermächtnisname. Na, Charakterflair habe ich keinen. So. So, hier. Hier rein, ja. Okay. Entschuldigt, Sergeant. Tut mir leid, dass ich störe, aber ihr seid das neue Mitglied des Chaos-Trupps, nicht wahr? Ich bin Farm, Private Farm. Es ist mir eine wahre Ehre, euch kennenzulernen. Ort Mantell ist mein erster Posten. Ich kann nicht glauben, dass ich gleichzeitig mit dem Chaos-Trupp hier bin. Und ihr seid so, oder was ich sagen will, ich hatte keine Frau erwartet, Ma'am. Sergeant. Gibt es auf Ort Mantell keine weiblichen Offiziere, Private? Oh, nein, das ist es nicht. Ihr seid nur so, ich meine, schon gut. Wenn, ihr mir die Frage gestattet, wie lautet euer Auftrag hier? Wieso wird der Chaos-Trupp nach Ort Mantell geschickt? Wir sind eine Spezialeinheit, Private. Ich darf nicht über unsere Missionen reden. Natürlich, richtig. Ich verstehe. Streng geheimes Zeug. Ich will eure Zeit nicht länger in Anspruch nehmen, Sergeant. Ihr habt sicher viele wichtige Dinge zu tun. Ihr dürft wegtreten, Private. Lebt wohl.
Na. Verschwendet er meine Zeit. Ja, also, wenn wir all unsere Bemühungen auf den M-Sektor richten, können wir sicher... Oh, Sergeant, willkommen, willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Ich bin Commander Haron Tavus, Kommandant des Chaos-Trupps. Wir freuen uns alle über neues Blut in der Einheit. Lasst mich euch den anderen Mitgliedern des Chaos-Trupps vorstellen. Meine stellvertretende Kommandantin Captain Zora ist unsere Spezialistin für Infiltration und Attentate. Wir nennen sie den Geist. Sergeant? Das ist Lunte, Lieutenant Vanto Basrin. Er ist Experte für jede im Universum bekannte Sprengstoffart. Oh, ja, hallo, Sergeant, hallo. Schön, euch kennenzulernen. Und das ist Tupfer, Lieutenant Ryler Dorant. Tupfer ist ein medizinisches Genie. Seine Spezialität ist die synthetische Herstellung mächtiger neuer Kampfstimulantien und Aufputschmittel. Perfektion ist meine Kunst, Sergeant. Es wird mir eine Ehre sein, euch zu Höchstleistungen zu bringen. Und Schrauber habt ihr ja unterwegs bereits getroffen. Das wären dann alle. Leute, das ist der neue Sergeant, den ich erwähnt habe. Jahrgangsbeste der Akademie in Frontalangriff, Suchen und Zerstören sowie fortgeschrittene Aufklärung. Schön, euch bei uns zu haben, Sergeant. Es ist mir eine Freude, euch alle zu treffen. Also, der Grund, warum wir alle hier sind. Vor 6 Tagen stürzte im Norden Avilatans ein Transporter der Republik ab, beladen unter anderem mit einer ZR-57 Orbitalschlagbombe. Die Bergungseinheit hat ein Team hingeschickt, aber sie kamen zu spät. Separatisten hatten bereits die Fracht des Transporters inklusive der ZR-57 gestohlen und sind geflohen. Jemand auf unserer Seite muss den Separatisten einen Tipp gegeben haben. Ja, wir haben diese Möglichkeit in Betracht gezogen, aber wir haben keine Zeit für eine Maulwurfjagd. Die Bombe zu bergen hat oberste Priorität. Die ZR-57 hat übrigens so einiges drauf. Damit könnte man so ziemlich die ganze Insel vaporisieren. Also holen wir sie besser zurück, sonst... Bumm. Wir gehen bereits zahlreichen Hinweisen zur Position der Bombe nach. Aber ich möchte, dass ihr den unter die Lupe nehmt, der von einem Spion namens Bellis kommt. Bellis hat eine wichtige Entdeckung gemeldet, aber es ist zu schwierig, ihn für einen vollen Bericht rauszuschleusen. Stattdessen werdet ihr Bellis in einem nahegelegenen Dorf namens Taloran treffen. Bellis wird euch in einer schmalen Gasse in Taloran treffen, findet heraus, was er entdeckt hat und kehrt dann sofort zur Basis zurück. Verstanden? Ich werde mit dem Typen reden. Ich habe noch eine letzte Person vorzustellen. Das ist Lieutenant Arik Jorgen, Einsatzoffizier des republikanischen Infanteriekommandos von Ord Mantell. Da wir in getrennten Missionen nach dieser Bombe suchen, wird Lieutenant Jorgen unsere Bemühungen von hier aus im Missionsraum koordinieren. In Ordnung, Sergeant. Ich überwache eure Operation über die Kamera, die an eurer Rüstung befestigt ist. Ich sehe, was ihr seht. Sie wird aktiviert, wenn ihr das Fort verlasst. Damit das klar ist, Neuling, wenn ihr auf dem Feld seid, geschieht das, was ich sage. Punkt. Verstanden. Macht euch auf nach Taloran, trefft euch mit Bellis und findet heraus, was er weiß, ohne Ärger zu kriegen. Viel Glück in Taloran, Sergeant. Wegtreten. Okidoki, das war Stufe Nummer 4. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier erstmal Ende. Ich ziehe mir erstmal jetzt mal kurz meine provisorische Rüstung an. Und bitte euch in die Kommentare reinzuschreiben, welche Rüstung ich mir holen soll, welche ihr richtig geil findet. Ich brauche ein paar Rüstungen, wo ich mich ein bisschen inspirieren lassen kann. Weil, ja, man hat halt nicht immer alle Rüstungen im Kopf. Ich möchte gerne sowas in der Art, wie der Chaos-Trupp halt hat. So in dieser Art. Mit einem coolen Helm. So à la Stormtrooper, so in diese Richtung, so ungefähr. Hätte ich ganz gerne. Da seid ihr jetzt gefragt. Schlagt welche vor, welche ihr geil findet, damit ich mir die angucke und dann vielleicht was dazu sagen kann. Ja, und ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann auch leicht verändert. Bis dahin. Ciao.